Moin Jungs, Adi's back und willkommen zur 213. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wir haben jetzt hier eine Mauer, falls ihr es in der letzten Folge nicht gesehen habt. Falls doch, die Mauer ist immer noch da. Und ich finde, das gehört halt doch irgendwie dazu. Wenn wir da hinten die komplette Mauer haben, dann müssen wir die auch hier haben. Ja, das ist mal was wirklich komplett Neues und das ist auch ganz anders als sonst. Aber dennoch finde ich es gar nicht schlecht. Nee, das machen wir neu. So, hol mal hier das Holz. Machen wir ein paar neue Sticks. Fans. Ah, wir haben immer noch nicht genug Sticks. Man kennt ihn. So, jetzt aber. Also wir sind immer noch gut dabei. Hier brauche ich. Wir sind immer noch gut dabei, unseren Bauernhof hier weiterzubauen. Ja. Der muss jetzt nicht fertig werden, weil fertig wird hier gefühlt eh nie irgendwas. Aber er wird auf jeden Fall deutlich schöner, als er bisher war. Beziehungsweise er wird fertiger. So nenne ich es jetzt mal. Er wird nicht fertig, er wird nur mehr fertig. Genau, so sieht's aus. So, jetzt kann hier keiner mehr rein. Hier kann keiner mehr rein. Und hinten kann keiner mehr rein. Das heißt, wir sind jetzt komplett abgeriegelt. Dieser komplette Bereich ist somit monsterfrei. AKA, er ist sicher. So, das ist doch schon mal eine Aussage, oder? Das ist doch schon mal was, worauf man sich ein bisschen ausruhen kann. Ich würde irgendwie gern hier auch noch so ein Sicherheitsding hinbauen. Von mir ist auch nur ein kleines. Und ich weiß nicht recht, wie. Und ich habe kein unverarbeitetes Holz mehr. So. Aber ich habe natürlich noch ganz viel unverarbeitetes Holz. Weil wir ja vorgesorgt haben. Und in meinem Zimmer wird es gerade immer wärmer, weil die Sonne dreht langsam und ich habe Westseite. Und wir haben schon 5:30, das heißt, abends dreht die Sonne halt immer hier hin. Sieht schön aus, ist nicht so angenehm. So, der kommt hier hin, der kommt hier hin, der kommt hier hin, der kommt da hin. Noch Treppen? Ja, ich habe noch Treppen. Dann baue ich das hier so rum. Muss ja auch nicht alles eine perfekte Rundung haben. Hört sich irgendwie komisch an. So. Habe ich jetzt wirklich schon wieder kein... Doch, ich habe noch Kobbel. Was labert der? So, dann können wir hier auch noch hin. Und uns ein bisschen verteidigen. Wenn auf der Seite irgendwas kommt, dann kann ich hier den Bogen nehmen und dann... Saddam! 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 Machen. Stuff, stuff. Sieht natürlich nicht so geil aus hier direkt am Wasser. Da müssen wir uns also auch noch was überlegen. Und eventuell reicht das schon. Hier kommt dann natürlich wieder Kies hin. So. Und genau das ist, was wir jetzt auch machen. Wir suchen neuen Kies. Beziehungsweise wir suchen ihn in einer anderen Richtung, weil wir sind bisher immer in die Richtung geflogen. Guck mal, das sieht doch jetzt schon viel mehr aus wie eine Festung. Das ist doch geil. Das ist wirklich cool geworden bisher schon. Und es wird natürlich noch viel schöner gemacht, sobald wir weiterkommen. Dann kommt auch noch mehr hin. Hier die Schlucht, die hatten wir irgendwann mal gefunden. Das ist doch Kies. So, da holen wir uns doch jetzt hier mal eine gute Ladung ab. Vielen Dank. Nehmt bitte alles, außer den Flint. Den brauche ich nämlich nicht. Keiner braucht den. Ich habe einen Infinity-Bogen. Ich brauche kein Feuer. Kein Flintstone. Brauche noch kein Feuer machen. Wir haben alles an Feuer und ich glaube, wir haben sogar Feuerzeuge. Von dem Aspekt her sind Flint jetzt nicht mehr in dem Aspekt her sind Flint jetzt nicht mehr wirklich
von sehr großem Wert für uns. So. Früher war es cool, dass man die direkt, wenn man aus dem Wasser rausging, wieder instant die ganze Luft hatte. Wir schmeißen mal den weg. Den sowieso weg. Sammeln hier noch das restliche Flint ein. Ist sogar noch ein Block. Jetzt auch noch mehr. So, da ist noch einer. Hier noch. Hier ist noch mehr Flint. Hier ist noch sehr viel mehr Flint. Das müssen wir uns eigentlich alles holen. Weil wir immer viel zu wenig haben und wir werden auf jeden Fall einiges brauchen. Und wenn wir es nicht jetzt brauchen, dann brauchen wir es in 3 Folgen. Oder in 20 Folgen, aber wir werden es brauchen. Weil wir halt überall die Wege mit Flint bauen. So, hier auftauchen. Kann ich noch irgendwas wegschmeißen? Nicht wirklich, aber ich mach's jetzt einfach mal. Nehmen wir natürlich auch den ganzen Mist auf. Die Fackel hätte ich vielleicht im Inventar behalten sollen, damit ich hier noch was sehen kann. Zugegebenermaßen wäre das ganz praktisch gewesen. So, also falls ihr gerade nichts mehr seht, keine Sorge, ich sehe genauso wenig. Ah ne, das ist Lehm. I don't need the Lehm. So. Habe ich alles aufgesammelt? Nee. Weg. Weg. Die Kohle habe ich noch nicht. Scheiß auf die Kohle, das sind nur 8. Braucht keine Sau. So. Gehen wir mal eben hier pennen, weil wir hier selten pennen gehen und weil das näher ist. So. Nebenbei, man schläft hier immer im Risiko, wenn jetzt von links ein Creeper kommen würde. Die Slabs zählen nicht als ganzer Block und damit blockt man nicht die Explosion. Und der Creeper kann einen quasi sehen. So, du schlägst mich nicht. So, das sieht doch echt cool aus hier. Wie so eine Festung. Alright. Jetzt kommt der Weg. Ich mach mal ein Vorherbild ganz kurz. So. Fürs Thumbnail, damit ihr auch alles schön hier auf das Video klickt. Wenn das bisher nie so ganz klappt. So. Hier geht dann. Guck, das war schon ein Stack. Das finde ich wild. Wenn wir sowas machen, dann natürlich dauert es noch länger und wir verschwenden halt potenziell auch was, weil es dann zu Flint wird. Das ist ja immer random. Ja, dann den hier. Den. Den auch wieder schön verbinden. Verdammt. Kann ich das? Nein, kann ich nicht. Okay, schade. So. Bauen wir hier das komplett voll. Und dann sind die Wege innerhalb von unserem Bauernhof eigentlich auch so gut wie finito. Natürlich so gut wie, weil man kennt mich. Hier ist nie was wirklich fertig. Und ich glaube auch immer noch nicht mal, dass wir jetzt wirklich fertig werden mit dem ganzen Kies. Guck, wir haben jetzt schon keinen Kies mehr. Und ich sag mal so, das ist jetzt noch nicht wirklich viel mehr geworden.
So viel Kies brauchen wir. Und ihr dachtet wahrscheinlich, als ich es gerade abgebaut habe, Alter, so viel Kies brauchst du niemals. Aha. Wie fühlst du dich jetzt? Ich glaube auch immer. Ich kann mir auch immer nicht vorstellen, dass wir wirklich so viel Kies brauchen. Aber meistens brauchen wir noch sehr viel mehr. Kies ist halt auch echt ätzend zu farmen, weil es halt immer so an der Küste ist, wo es dann halb unter Wasser ist und halb in den Fels reingeht, dass man auch noch immer viel mehr abbaut, als man eigentlich haben will und alles mögliche. Und es macht echt nicht so viel Spaß, Kies zu farmen. Plus Kies ist auch noch ziemlich laut. So, ah, der Delfin-Boost, der bringt mir jetzt ziemlich wenig. Ey, was machst du denn hier? Hau ab hier. Und die Strömung, Alter, mein Gott. Kam da gar nicht raus aus dem Ding da. Hier unten noch was? Nee. Ah, oh, hier können wir kurz Luft holen. Delfin, hau mal hier ab. Du bist doch ein Wassertier. Kein Küstentier. Und dein Boost hilft mir auch gerade nicht. So. Also ist nett von dir, aber wäre gerade lieber langsam gerne. Wenn wir das hier auch noch komplett... Alter, das hat sich angehört wie ein Hai. Und ich habe im Moment so viel Sea of Thieves gespielt. Sea of Thieves, ja mein. Dass ich allergisch auf dieses Geräusch reagiere. Weil wenn der Hai kommt, ist meistens nicht so gut. Dann hat man meistens keine schöne Zeit. Meistens nicht mehr lange im Boot. Zumindest ich mit meinem momentanen Skill-Level. Wenn man es jetzt schon länger spielt, denkt man wahrscheinlich, Alter, was ein Lappen. Und ja. Da hätte man recht. Weil ich bin halt eher einer, der der Devise folgt, abhauen. Anstatt zu kämpfen. Damit fahre ich meistens immer besser. So, kann ich noch irgendwas... Ja, ich kann das noch essen. So. Jetzt haben wir noch ein bisschen Platz. Mein Gott, hallo, jetzt bleib mal auf dem Block, du Assi. Bleib mal am Teppich hier. So. Und ich wette mit euch, das ist trotzdem immer noch viel zu wenig. Was wir jetzt hier aufsammeln. Für das, was wir brauchen. Bin ich mir zu 60... Ja, sogar mehr als 60% sicher. Gut. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann hier mal bauen. Oder ob wir mal hier diese kleine Insel, wo ja auch unser Strandhaus drauf ist, weiter bebauen. Oder hier diese Insel. Also ist ja noch dieselbe Insel. Aber ob wir das irgendwann mal... beackern werden? Keine Ahnung. Ich möchte tatsächlich hier das wieder zurücknehmen. So. Und dann geht's hier weiter. Mal gucken, ob wir jetzt fertig werden. Wahrscheinlich nicht. Aber wir hoffen mal. So. So, na komm. Ich hoffe, wir haben noch einen Stack. Wir haben noch einen Stack. Okay, wir werden tatsächlich fertig. Müssen wir natürlich hier noch zu den Gehegen die ganzen einzelnen kleinen Wege bauen. Aber das ist ja jetzt nicht sonderlich schwer. So, einmal hier hin und dahin. Könnt ihr auch nicht reinfallen, die Assis. Das ist schon mal ganz gut. So. Bei denen bin ich mir nicht so ganz sicher. Die Küken mit Sicherheit. So. Alright. Das sieht somit ziemlich fertig aus. Und ich bin auch ziemlich fertig. Sind wir fertig? Ja. Wir sind fertig. Die Wege sind finito.
Geil. Cool. Dann haben wir ja diese Folge doch einiges geschafft. Ich hätte nicht gedacht, wie viel... Oh, wir haben sogar noch mal ein bisschen Kies. Über. Das ist mal wichtig, Alter. Haben wir nie. So, dann machen wir noch eben... So, jetzt sieht auch alles symmetrisch aus. Machen den hier noch hier hin. Das sieht ein bisschen schmal aus sonst. Gut. Als ob man das Lagerfeuer da nicht rauskriegt. Oh, okay. Eine Enttäuschung pro Folge muss natürlich dabei sein. So, jetzt baller ich da die Eier noch rein und verabschiede mich währenddessen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Dann sehen wir uns morgen direkt in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.